Hallöchen Leute, willkommen zurück zur 32. Episode von Horizon Zero Dawn. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Dave und wir haben in der letzten Episode erfahren, was mit Ersa passiert ist. Oder natürlich, wir haben sie sogar persönlich getroffen. Und jetzt machen wir uns natürlich auf den Weg zum Grabhort. Und natürlich mache ich das zu Fuß. Ja, es wird noch ein langer Weg sein zu Fuß. Aber natürlich tun wir dabei noch ein paar Kräuter einsammeln. Aber vielleicht habe ich jetzt Glück. Und ich finde einen Läufer sogar. Läufer? Läufer sind doch eigentlich doch die Pillepalle, die wir hatten früher. Okay. Komm. Dann tun wir einen Läufer natürlich überbrücken und den natürlich einköschen jetzt. Sehr schön. Und ab. So. Auf Love. Love um dein Leben. Oh, jetzt sieht's wieder richtig cool aus im Dunkeln, ne? Oh, Lagerfeuer. Rechts. Nein, ich verdünnisiere mich. Das scheiße ich drauf. So. Wow. Jetzt gibt's doch Elektroschocker hier. So, kommst du da hoch? Sehr gut. So, jetzt muss ich aber gucken. Okay, ich habe mich jetzt komplett dem Wege falsch bewegt. Das heißt, ich muss jetzt hier links rum. Komm, komm, beweg dich, beweg dich. Eigentlich haben wir es jetzt sogar ziemlich ruhig auf einmal. Was ich nicht schlecht finde. Aber was gibt's da? Begib dich. Na, ja, ich begebe mich jetzt zum Grab vor. Aber was ist da vorne? Oh, sorry. Tor Dämmerwächter. Alles klar. Machen wir mal Lagerfeuer wieder aktiv. Hallo, wo ist mein Läufer? Da ist mein Läufer. Und ab geht's. So, wenn ich jetzt hier noch ein paar Kräuter finde, obwohl ich gucke jetzt dieses Gebiet. Aha, jetzt kommen wir da. Ah, jetzt, das ist ein komplett anderes Gebiet, wo wir durchgehen. Alles klar. Als wirklich so richtig gegenüberliegend. So, da habe ich ein bisschen Kräuter. Sehr gut. Ja, das Problem ist halt das Abgehen von den Läufern oder generell von unseren Robots. Weil das Problem ist, sie rennen trotzdem ein paar Meter immer weiter. So, da ist die nächste Läufertruppe. Also ich denke mal, hier ist Schnappmaul. Ich denke mal, hier sind wir jetzt ein bisschen wieder in einem gemütlicheren Gebiet unterwegs anscheinend. Aber ich muss mich dort... Oh, komm. Das wird mir noch weiterhelfen. Ja, das wollte ich auch. Und ab. Ab, ab, ab. Ja, ich weiß, eigentlich sollte ich mich auch mal um ein paar Normalos noch kümmern. Dass ich natürlich ein paar Erfahrungspunkte und noch ein Level abkriege, eventuell in dieser Episode. Was werde ich auf jeden Fall noch machen. Aber nicht mit den Viechern, das muss jetzt nett sein. So, Donnerkiefer. Oh, hier sind Ventilatoren. Interessant, so, gucken wir mal von der Karte her. Ich denke mal Lagerfeuer. So, da haben wir schon mal Taurusli. So, die werde ich mir auf jeden Fall holen. Der Breitkopf, der Breitkopf. Der Breitkopf ist jetzt eher... Was geht hier ab? Was ist das? Ich will mich nicht gegen den anlegen, aber das ist ein Riesenvieh da hinten. Anscheinend. Ist das? Das sieht wie ein T-Rex aus. Alter Falter. Gut, dann verdünnisieren wir uns doch ein bisschen. Obwohl, ein Breitkopf will ich ja noch holen. Die sind ja nicht schwer. So, drei und da sind sie tot. Sehr gut. Oh, haben wir wenigstens ein paar noch mitgenommen. Erfahrungspunkte, weil ich glaube, das war's hier, oder? Da ist kein Breitkopf mehr, oder? Doch, da vorne ist was. Ah, da vorne. Warten Sie schon.
Warum verdünnisiert ihr euch? Meine Güte. So, komm. Zack, zack. Wunderbar. Hey. So. Habe ich ganz vergessen. Hast du wohl gedacht. Hättest dich ein bisschen mehr bemüht, hätte es vielleicht geklappt. So, gut. Okay, was haben wir hier? Nein, nein, nein. Ich will eigentlich... Alter, was ist das für ein krasses Vieh da hinten? Das schickt mich ja mal brutalst. Ich will jetzt mal scannen. Nur scannen. Ich will mich nicht mit dir anlegen. Ich will dich einfach nur scannen. Ein Donnerkiefer. Alles klar. Jetzt haben wir auch mal einen Donnerkiefer gesehen, Leute. So, rip. Auf und ab. Okay, wenn ich jetzt nichts mehr... Oh. So, da habe ich was gesehen. Das will ich auf jeden Fall haben. Das kommt mir gelegen. Richtig, auf jeden Fall kommt es uns gelegen. Ich habe jetzt gedacht, ich habe mal irgendwo gelesen gehabt, dass die Viecher eigentlich in der Regel dem Weg folgen sollten. Oh je, ein Sägezahn. Sehr schön. So schnell. Autsch. Das hat sich jetzt sowas von gelohnt. Okay, ich verdünnisiere mich. Zu Fuß weiter. Es bleibt mir ja eh nichts anderes mehr übrig. Außer das Ding kommt her. Wunderbar. Oh. Das hat mir sogar gut geholfen. Nein! Das wollte ich schockant. Sehr gut. Der hilft sogar mir. Richtig gut. Schnell nachsetzen? Ja. Komm, schnell nachsetzen. Und nochmal. Und nochmal. Und. Sehr schön. Das war mal ordentlicher Kill. Sehr gut. Wunderbar. Damit bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. So. Gut. Und weiter geht's. So haben wir wenigstens noch ein Leuchtfeuer aktiviert. Oh, super. Nicht die Mistviecher. Das Problem ist, ich kann nicht... Ich muss meinen Läufer aufgeben. Wohl, doch, darum. Ich versuch's. Komm. Oh, Heilkräuter. Komm. Sehr viel Heilkräuter. Sehr gut. So, komme ich jetzt da drunter? Da drüber? Sehr gut. Hast du... Wir werden immer dichter. So, ich muss mich jetzt verdünnisieren und jetzt wieder auf die andere Seite kommen. Komm. Und rüber. Ich weiß, Wasser ist nicht so deins. Komm, weiter. Katastrophe, also was wir hier gerade in Gebiete durchlaufen, wo wirklich Stress es geben könnte, ist ja echt abartig. Ich meine, ich finde es jetzt echt nicht schlimm, aber schon scheiße. So, jetzt kommen wir schon wieder in ein Gebiet rein, wo wir eigentlich schon mal waren. Der ist schon mal positiv. So, das heißt, Wächter, die nehme ich mit. Sind auch sogar die Wächter 2.0. Wow, ja, das sind die Wächter 2.0, weil die haben schon ein bisschen mehr drauf.
Verdammt. Irgendwo habe ich jetzt Probleme gehabt. Oh, super. Jetzt hat mir noch ein Blüderer gefehlt hier. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt haben wir... Oh, super. Noch ein Blünderer. So. Eieiei. Super. Jetzt läuft es gerade wie geschmiert. So, oh, da haben wir noch ein Lagerfeuer. Oh, aus Versehen entdeckt. Irgendwie nicht gewollt, aber trotzdem. Oh. Da geht gerade unser Pferd ab. So, komm, schnell. Oh, wo bist du? Mensch, du Mistvieh. Mensch, du Mistkerl. Danke für deine Hilfe, aber das war jetzt nicht so pragmatisch, weil das waren meine Erfahrungspunkte, die mir weggenommen worden sind. Eigentlich muss ich dich dafür killen. Eigentlich. Aber lassen wir es mal so im Raum stehen. So, der will bestimmt mit mir quatschen. Oder hat er einfach jetzt so geholfen? Was ist los? Du verdünnisierst dich jetzt einfach. Kann man reden mit dir? Du da! Ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlachtet. Aha. Der Sonne sei Dank. Du bist eine Kämpferin. Und das können wir brauchen. Mein dämlicher Boss hat uns die falsche Kiste mitgegeben. Es stand Munition drauf, aber Reinholz war drin. Ohne die Munition haben wir kaum eine Chance gegen Wächter und anderes. Ich will dir gerne helfen. Schön zu hören. Wir brauchen je... Alarm! Langbeingesichtet! Okay. An die Waffen! An die Waffen! Okay, geht's weiter. Sehr schön. Oh, verdammt. Sauber. Komm jetzt. Mehr Maschinen! Wunderbar! Sehr gut. Der erste Blünderer ist down. Oh, scheiße. Scheiße, komm jetzt. Sehr gut. Also was das angeht, das ist ja echt abartig, was... Und... Oh, verdammt. Oh, fuck. Sehr schön. Oh mein Gott, ey. Das ist ja echt abartig gerade wieder gewesen. Super. Und der Witz ist ja wieder dabei. Ich habe ja kaum Sachen jetzt wieder.
Wir haben so viel, okay, Erfahrungspunkte technisch beschwere ich mich nicht. Aber was mich eher ankotzt, dass ich wirklich keine Heilkräuter mehr habe. Gar nichts mehr. Ich kann jetzt wieder ganze Heilkräuter sammeln. Das ist immer so dystopisch an der ganzen Sache. Aber was wir hier jetzt mitnehmen können. Okay, Metallscherben finden wir jetzt nicht so wichtig. Sehr gut. So, Heilkräuter brauche ich auf jeden Fall. Wieder. Sehr gut. Gibt's hier irgendwas noch? Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Was? Die Lidkerne sind weg. Was? Das ist unmöglich. Außer Dirit hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Dirit. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Lidkerne zurück und ich zahle. Alles klar, dann wissen wir hier eigentlich, was wir als nächstes tun sollen. So, das heißt, wir müssen erstmal scannen. So, dann laufen wir dem mal hinterher. Weit wird er ja nicht sein, vermute ich mal, hoffe ich zumindest mal. Hoffentlich finde ich jetzt auch hier ein paar Heilkräuter, sehr gut. Auf dem Weg. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ja, das auf jeden Fall, deswegen hoffe ich, dass wir ein paar mehr finden. Ja, super, hat mir jetzt doch gefehlt. So, einmal komplett außer rum an ihm. Es muss jetzt echt nicht sein, dass wir gegen den battlen müssen. Aha, da ist er ja. Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die Sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Ach. Wow. Sehr gut. Und zack. Sehr schön. Was für ein krasses Vieh. Mistvieh. Scheiß Tarndinger, ey. Die Karawane. Leben sie? Ja. Ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie. Meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Schade ist es schon. Gut, was haben wir hier? So, wunderbar. Das heißt, ich kann jetzt wieder alles einsammeln. Das hat mir ja echt noch gefehlt. Das ist noch so Vorrat. Mist, Wichser, komm da. Schlimm, schlimm, schlimm. Und dann noch so getan. Unfassbar, unfassbar, unfassbar. Wow. 5 mal 11.000. Also, ich glaube, ich habe es falsch jetzt gelesen, weil das wäre schon geil. 5 mal 11.111 wäre nicht schlecht. So. Dann gehen wir mal doch zu denen zurück. Vielleicht erfahre ich da noch was. So, Schockwurf. So, Schock. Brauche ich vielleicht noch. Euch brauche ich. Auf jeden Fall. So, das haben wir wieder. Einsammeln. So, da hoch muss ich. Ich guck mal, ich hoffe mal, dass die mir jetzt was geben. Weil wenn ich das hier zurückbringe, haben die ja gesagt, die geben mir ja was.
Oh, was ist da? Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ja, ja, ist mir schon bewusst, aber das interessiert mich jetzt gerade zweimal nicht. Komm, 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 komm. Ich wollte eigentlich nur die Metallscheiben. So, boah, das sind sie hier. Eigentlich hätte ich nur das Leuchtfeuer eigentlich orientieren müssen. Ah, da haben wir noch was. Sehr schön. Und da vorne auch nochmal. Wunderbar. Jetzt bin ich doch mal zufrieden, dass wir wieder ein bisschen Heilkräuter haben. So, nein, den hier. Du bist wieder da. Mit den Liedkernen, wie ich sehe. Und die Ried? Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Schön. Eine bemerkenswerte Kiste erhalten. Gucken wir mal, was wir haben. Okay, das bauen wir nicht. So, das nehmen wir natürlich mit. Das haben wir auch. Okay, das war eigentlich jetzt nichts Sinnvolles, um ehrlich zu sein. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre echt cooler gewesen, was da drin wäre. Aber jo, lass mal so im Raum stehen. Gut, dann haben wir eine kleine Nebenquest noch erledigt. Wir haben natürlich unseren Läufer verloren. Wir sind etwas näher gekommen, wenn man so will. Auf jeden Fall werde ich jetzt mich zu diesem Lagerfeuer hier begeben, um natürlich den Weg etwas zu verkürzen. Er wird nicht sehr, sehr kürzer, er wird ein bisschen kürzer. Und ich denke mal, das ist jetzt nicht verkehrt in dem Moment. Danke. So, nach der kurzen Schnellreise und ich denke mal hier in einem ruhigeren Gebiet, obwohl das Gebiet kenne ich sogar, hä? Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, natürlich, das geht dann, wir müssen natürlich dann hier hoch weiter und es wird schon noch ein langes Teil zu sein. Banuk-Figur, okay. Aber ich speichere hiermit ab und bedanke mich vielmals fürs Einschalten bei Horizon Zero Dawn. Ihr wisst es, lasst ein Abo da, nicht nur damit ihr zukünftige Videos von mir verpassen tut, sondern auch zukünftige Projekte von mir nicht verpassen tut. Ja, ansonsten lasst einen Daumen nach oben da und ich würde mich darüber tierisch freuen. Und wir sehen uns morgen wieder. Gut gelaunte Moderator David sagt Tschüssi. Aha. Kowski.